So, ich lege auf die dritte Runde. Lydia wird beginnen. Ein 4-Punkte-Nationalitäten-Witz, ein 6-Punkte-Late-Night, da kann man ein bisschen sauig sein, was aber dir völlig wurscht ist. Ein bisschen oder viel? Ein 10-Punkte-Jägerwitz und ein 7-Punkte-Gstanzlwitz. Siehst, weil du zuerst den schönen Vogelwitz erzählt hast, du hast einmal bei einem Talk mit der Nina Blume, glaube ich, gesagt, dass du Vorlieben hast für SMS, so quasi Quickie jetzt. Also und ja. Ja, ja, das finde ich lustig. Was ist da zurückgeschrieben worden? Ja. Ja, aber ganz anders, ne? Ja, die Nein, er war unten im Büro. Aber es war ein Kunde da und deswegen ist es was ist es seit 5 Minuten gegangen quasi. Schreibt dir jemand sowas? Quickie jetzt? Ja. Naja, schon, aber ich druck's dann weg, weil die Kinder oft da sind und so. Das ich schau, dass der vorher weg ist, das Kind. Also, sehr romantisch, Lydia. Naja, du, ich hab 3 Kinder, da ist nichts mehr romantisch, das ist aus. Das ist alles meine Routine, oder wie? Ja. Na, was denn, fortgepflanzt Zimmer, was soll man da tun? Ne? Das ist ja Wahnsinn, dass es dich jetzt noch 3-mal gibt. Ja? War das jetzt positiv gemeint oder negativ? Na, so liebe dir noch. So liebe ja, wirklich, ja, muss man schon lieb sagen. Was hast du 3 Mädels? Oder? 3 Mädels haben wir, ja. 3 Mädels. So, wir kommen. Bald ist Östrogen bei uns daheim. Mhm. Wir kommen zu dir eigentlich. Such dir was aus. Nimm den Gstanzlwitz. Mir ratet der Late-Night-Witz, muss ich sagen, ja. Die englische Königin ist auf Staatsbesuch in Kanada und wird herumgeführt. Unter anderem wird ihr ein Krankenhaus gezeigt. Und der Oberarzt führt sie herum und sie kommen zu einem Zimmer, wo ein Patient liegt mit ganz verklärtem Blick. Und unter der Decke hat er ungefähr auf Hüfthöhe seine Hand, die immer so auf und ab geht, wenn Sie sich was drunter vorstellen können. Ja? Und die Queen ist ganz konsterniert und sagt, my dear, what's this? Und der Oberarzt sagt, na wissen Sie, der hat eine ganz schreckliche Krankheit. Der produziert wahnsinnig viel Samenflüssigkeit. Und wenn der das nicht mehrmals am Tag macht, den zerreißt. Das geht überhaupt nicht. Ja? Also, deshalb muss der das tun. Na, die Queen versteht natürlich, das ist eine sehr problematische Situation. Die gehen weiter zum nächsten Zimmer, da liegt ein Patient, zugedeckt, ungefähr auf seiner Hüfthöhe, der Kopf einer Krankenschwester, der Kopf ragt aus der Decke hervor. Die Queen ist fertig und sagt, my dear, and what's this? Und der Oberarzt sagt, naja, er hat dasselbe, aber der ist privat zusatzversichert. Danke. Bravo. Danke, schön, sehr schön, großartig. Bravo. Ja. Mir hat der sehr gut, also ich bin, eh wurscht, was ja, ich mache. Ja, dreimal, ja. Bitte, dreimal grün. 6 Punkte für den Rechner. Sehr schön. Stanzlwitz, weißt du, wie funktioniert? Ja. Und die Leute rufen... Jetzt aber keiner, ja, nein. Ja, geht auch. Ja. Na, es gibt doch, Bernd, so, aus, alle weg, dankeschön, sehr lieb. Auch meine Version könnte ein Gstanzl sein, ja, oder? Ja, das ist die moderne Version. Das ist danke, die, Bernd. Die sehr Hip-Hop, moderne. Hip-Hop. Die Rapper machen. Das ist ein Hip-Hop-Gstanzl. Also ein Gstanzl, wie du halt selber, ihr könnt diese Ursprungsversion vom Gstanzl machen oder meine. Ja, das überlasse ich gleich selbst. Zurück zum Ursprung. Es gäbe vier Worte aus dem Publikum oder der Rest ist ja, Jägerwitz oder 4 Punkte Nationalitäten. Jetzt bin ich dran. Ja. ich nehme den Nationalitätenwitz. Sehr fake. Aber ich komme nicht drüber. Ja, das mache ich. Danke sehr. Merci. Okay. Drei Männer, ein Franzose, ein Deutscher und ein Österreicher, gehen am Graben spazieren. Sagt der Franzose, mon Dieu, ich glaube, das ist Jesus vor uns. Vor ihnen geht ein Mann weiß gekleidet mit einem Hauch von Heiligenschein. Sagt der Deutsche, ich glaube, das ist er, das ist Jesus, ich glaube schon, ja. Sagt der Österreicher, ja, so stell man vor, ja, ich glaube, das ist der Jesus. Dreht sich der Mann im weißen Gewand um und sagt, ja, ich bin es, ich bin Jesus.
schaut den Franzosen an und sagt, ich sehe, du hast einen Herzfehler. Nun denn, nimmt seine Hand, legt es auf sein Herz. Der Franzose ist geheilt, hurra, hurra. Er dreht sich zum Deutschen, sagt, wie ich sehe, hast du nur ein Auge. Nun denn, legt die Hand auf. Auf einmal hat der Deutsche zwei Augen. Hurra, er ist geheilt. Schaut er den Österreicher an, stellt sie vor ihn, sagt der Österreicher, geh schleicht, ich bin im Krankenstand. Sehr schön. Ja, die Österreicher. Pass. Ja. Dreimal grün. Bernd, bitte, Leute des Amtes, es gibt einen Busch. Sehr schön. Immer besser, immer besser. Schon langsam. Schlecht, ich bin im Krankenstand. Harry, nimmst du den Gstanzl? Nein. Das lasse ich dir. Na geh. Man muss diese Gstanzl. Ich finde das lustig. Ja, das deswegen ist lasse ich dann. Ich glaube, ich habe auch lustig finden. Ich habe einen Publikumsjoke. Der ist nicht zulässig beim Gstanzl. Wer sagt das? Die Stadt Totten. Ich, die Stadt Totten. Das sind Land Totten. Ich sage gar nichts. Ich schweige und höre so. In Australien gibt es ja jede Menge Jäger, logischerweise Aborigines, die dann ja nichts anderes, wie sich eben von der Jagd ernähren. Und da kommt ein Journalist hin. Und der denkt sich ja, er macht da einfach eine Berichterstattung über dieses wunderbare Naturvolk. Und die sitzen so alle nett um ihre Mama. Und er geht zum Häuptling hin und sagt, ich brauche halt irgendjemanden, mit dem ich reden kann. Okay, haben wir unseren besten Jäger? Sagt er, ja, vielleicht mache ich gleich das Interview mit dem. Der setzt sich hin, sagt er, was war denn Ihr schönstes Erlebnis? Oh, mein schönstes Erlebnis. Schönstes Erlebnis war, als ich von meinem Nachbarn hat Tochter verirrt im Dschungel. Wir haben gesucht, eine Woche lang haben sie gefunden und dann haben wir alle gemacht. Liebe mit wunderschöner Tochter von Nachbarn. Alle. Also, ich sag, Teufel, das kann ich nicht nehmen. Das geht nicht. Dann sag er, gut, mach mal Ihr zweitschönstes Erlebnis. Was war denn Ihr zweitschönstes? Ah, zweitschönstes Erlebnis. Wir haben ja hier nichts. Wir haben viele Schlangen, aber sonst haben wir, dass wir ein bisschen überleben, haben wir Schafe. Und hat sich ein Schaf verirrt. Wir haben gesucht, 4 Wochen lang, haben gefunden Schaf und dann haben wir alle gemacht, Liebe mit Schaf. Denkst du, na Teufel, das kann ich auch nicht nehmen. Ne? Sag, Entschuldigung, noch eine Frage, was war denn Ihr schlimmstes Erlebnis? Mein schlimmstes Erlebnis, als ich mich verlaufen habe. Ich schau aus, Schürli, kannst nicht schon leiden, dass ich mir den Gstanzl. Das wollen wir noch hören. Der Gstanzlwitz. Ich brauche 4 Worte. Vier Worte, ja. Aber normale, also es ist nicht Donaudampfschiff. Darf ich auch eins sagen? Nein, du bist die Lesen. Du gerade nicht. Bitte schön, ein Wort. Na genau nicht. Ja. Orchkastelschwurf. Gemein. Ja, Orchkastelschwurf. Na, weil es eh wurscht ist. Orchkatzelschwurf. Noch ein Wort. Sädelkalb. Wie? Mondkalb. Mondkalb. Was war da hinten? Sädel. Lydia. Sädel und Lydia? Nein, Lydia ist los. Nichts Ordinäres. Du, schau her. Ja. Das schreibt die auch. Das kann man das versichern, kann man das auch sagen, kann man das, kann ich die auch sagen jetzt endlich? Ja. Ich könnte jetzt schon nachdenken, wenn du eine Ruhe gab. Ja. Nichts Ordinäres, was herkommt. Er will ja seine Version machen, oder? Na, mir fällt ein Wort noch vor allem. Ja. Ich hab das für dich. Na, Lydia was? Na, Lydia, wirklich? Na, Lydia ist ordinär. Na, dann noch lieber Lydia. Lydia ist auch noch besser als mit dem Karl. Orchkatzelschwarf, Mondkalb, Lydia und Seidel. Sieht die Lydia den Seidel, dann wird sie ganz scharf. Genauso geht's ein Mondkalb mit Orchkatzelschwarf. Woo!
Ja. Bravo. Super. Sehr schön, sehr schön. Danke schön. Cheers, cheers. Danke. Und in der Oldschool-Version. Na bitte. Grandios. In der Oldschool, ja. Shirley, bitte schenke uns ein. Einen Spritzwein. Lydia, letzte nach wie vor. Adriana, 14 Punkte. Harry, 23. Ich, 28. Perfekt. Aber auch von du holst gut auf. Danke, danke, danke. Vielen Dank, Shirley. Du hast noch? Nein, nicht mehr. Das ist ja, die kann ja nur schnell trinken. Shirley, warum ohne Eis? Mama. Das hat also einen Speicher. Das geht's. Wurscht mit oder ohne Eis? Mit der Einstellung bist Kölner in Wien. Ja. Mit der Einstellung kannst du in Wien überall arbeiten. Ich leg auf die nächste Runde. Aufgetankt mit Selbstvertrauen ohne Ende. Super. Ein 7-Punkte-Kinderwitz, ein 3-Punkte-Autofahrerwitz, ein 5-Punkte-Lieblingswitz und ein 6-Punkte-Tierwitz. An Sie zu Hause gerichtet, meine sehr verehrten Damen und Herren, so Sie einen Witz verpasst haben, ist das keine Katastrophe, weil Sie auf Ihrem linken oberen Bildschirmrand einen Witzeticker sehen und mit dieser Nummer können Sie einsteigen und alle Witze nachsehen und nachhören. So, und zwar unter www.puls4.com. Das kann keiner schneller sagen als ich. www.puls4.com. Falsch. Warum? www. Trinkst du auch noch was, Lydia? Ich habe eh noch. Aha. Und zur Not trinke ich deinen. Ja, aber die Adriana hat eigentlich ziemlich... Na, sie wird mir nicht sympathisch. Down, down. Cheers. Ein unerzogenes Kind. Na, wenn es ein Viecherl war, hätte man es einschläfern. Ja. War ich genauso beieinander wie der Ohrkatzelschwab. Ja. Ah, der, mit der Lydia Schwab. Was ja nicht Schule, was ja geht, so nicht man einen Spritzer stimmt, vorbei. Ja so nicht wenn wir so nicht drin sind im Geschäft. Das ist ja Wahnsinn. Ich bestöre und die Lydia dann rasch. Sehr schön. Ja. wer ist überhaupt dran? Ist ja wurscht. Adriana. Ja, wurscht. Ja, bitte, du darfst aus dem Vollen schöpfen. Oh Gott, oh Gott. Ich kenn, siehst du bis hin? Natürlich, selbstverständlich. Das ist schon gemein. Es ist ein okay, ich kenne einen... Ein Autofahrerwitz vielleicht. Ein Gelos mit einem Autofahrerwitz. Ich kenne einen Kindertierwitz. Was nehme ich jetzt? Den Tierwitz oder den Kinderwitz? Erzähl doch einen Kinderwitz, wo ein Tier vorkommt. Du bist so gescheit. So Wahnsinn, gib mir den Kinderwitz. Du bist so gescheit. Bitte, 7 Punkte. Das Tier ist ein Kind. Ein Kind? Geht das auch? Ein Tierkind. Ein Tierkind. Geht das dann auch? Ein Tierkind? Ein Eichkatzel. Oder geht dann nur das... Nein. So, es gibt auch ein Kind. Also ist schon was anderes. Ob das Kind ein Tier ist oder das Tier ein Kind? Das Tier ist ein Kind. Okay. Ein Tierkind. Genau. Darf ich dann trotzdem den Tier? Es wird kompliziert, oder? Wow. Ja, aber wir kommen alle noch mit. Das noch gilt das dann trotzdem? Ja. Bin schon ausgestiegen. Erzähl mal. Lieb das grüne Mangschgel und dann ist es so gut. Ich denke gerade an ein Auto rennen. Okay, warte. Okay. Also, ein kleines Kamel. Schaut seine Mama an und sagt, du Mama, wieso haben wir so große Füße? Sagt die Mama, das ist, wenn wir in der Wüste gehen, dass wir nicht im Sand versinken. Ah, okay. Und warum haben wir so lange Wimpern? Sagt sie, das ist, wenn wir in der Wüste gehen und ein Sandsturm kommt, damit kein Sand in unsere Wimpern kommt, in unsere Augen kommt. Sagt sie, okay. Und warum haben wir diesen Höcker hier auf dem Rücken? Sagt die Mama, das ist, wenn wir in der Wüste gehen und wir haben lange kein Wasser mehr gehabt, ist das unser Wasservorrat. Aha. Und wozu baue ich den ganzen Scheiß hier in Schönbrunn? Ein wunderschöner Witz, wie dreimal grün, 7 Punkte Kinderwitz, sensationell. Adriana, dürfen wir dich wieder mal einladen? Yeah. Zum Kellnern oder zum Reden? Wie du möchtest. Ist egal. Also wenn der Schüler, ja, da muss ich den Schüler ausmachen. Okay, ja. So, Harry.
Ich nehme den 6-Punkte-Tierwitz. Jo. Ein kleines Hasel springt durch die Savanne und auf einmal stürzt es um. Schaut's euch. Was bist du für ein Viech? Ich bin eine Giraffe. Boah! Eine Giraffe! So einen langen Hals, ist das praktisch? Stell dir vor, mich dürstet. Ich nehme das geschmackige Wasser aus der Savanne. Der Geschmack macht sich breit über meinen Gaumen, geht hinunter in den Schlund und es kühlt 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 und endlich lange und schön. Ah, versteh! Stell dir vor, mich hungert. Ich nehme das geschmackige Gras aus der Savanne. Der Geschmack macht sich breit, weil meine Schleimhäute geht hinunter in den Schlund. Es ist köstlich, es ist köstlich, es ist köstlich. Es ist unendlich lange köstlich. Aha, hast du schon mal gespiem? So muss Witze-Sendung. Weil muss man so viel Witze merken, das ist unglaublich. Ich habe einen Autofahrerwitz. Einen kurzen, weil 3 Punkte muss auch nicht viel wert sein. Der Richter sagt zum Angeklagten bei der Verhandlung, sagt er, soll ich Ihnen was sagen? Ich habe selten etwas dermaßen Grausames erlebt. Sie haben Ihre Schwiegermutter aus dem fahrenden Auto geworfen. Sagt der Angeklagte, sagt er, aber Herr Rath, Sie wissen doch, dass das Südostangente absolutes Halteverbot ist. Schauen wir mal den noch durchbringen. Lydia, bist du mit einem 5er-Lieblingswitz noch im Rennen? Dann nehme ich den 5-Punkte-Lieblingswitz. Was bleibt dir auch sonst noch? Der kleine Peter fragt seine Mama: Du Mama, stimmt das, dass die Toten wieder zu Staub werden? Sagt die Mama: Ja, ja, mein Kleiner, das stimmt. Du Mama, kannst du noch mal mitkommen? Ich glaube, unter meinem Bett hat sie wer umgebracht. Auch schön. Vierte, Adriana 21, dritte, Harry 29. Mann, ich danke euch von ganzem Herzen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Ihnen zu Hause fürs Wieder dabei sein. Kommt nächste Woche wieder. Das heißt, sehr witzig, wieder besser. Sehr witzig. Herzlichen Applaus für unseren heutigen Gast, Adriana Zartl. Du warst großartig. Dankeschön. Danke. Danke, Bernd, die Band. Lydia. Der größte Freund ist von Zufall. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr.